So, was jetzt noch? Zigaretten bitte. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Ja, wunderbar. Warum rauchst du eigentlich hier in diesem wunderschönen Internat? Auf der Klosterschule kannst du einfach so anfangen zu rauchen. Na gut, egal. Lass uns hochgehen. Und endlich mal irgendwas mit den Kronleuchtern machen. Dann kriegen wir vielleicht auch diesen Ballon runter. Das wäre doch ganz clever. Denn wenn der Kronleuchter runterfällt, dann müssten wir auch den Ballon bekommen, oder? Das nur so, als Idee. So, Schraubenschlüssel. Schraubenschlüsselballon natürlich. Mit Kronleuchterbefestigung. Was Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Was denn nun? Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Ah, stimmt, ich verstehe. Der Clown war offensichtlich unter diesem Kronleuchter. Das natürlich ist dumm. Naja, war ja auch ein besonders fröhlicher Clown. Oh, der Ätna-Ballon ist unten, wie schön. Es hat wahrscheinlich nur ein Leben gekostet. Kannst du jetzt bitte runtergehen, Ätna? Ach, Ätna, Lilly. Und wieder ist es rosa. Wir haben wieder Anstellung gefunden für einen neuen, wunderlichen kleinen Troll. Wie schön. Oh, Zigaretten können wir endlich haben. Mensch, super. Darauf stürzt sich Lilly natürlich gleich in Begeisterung. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Ja, er ist schnurstracks unter die Bank gegangen. Und zwar, während er sich um diesen Kronleuchter wickelte. Kronleuchter, mal guckst du mal. Der Kronleuchter lag kaputt und nutzlos am Boden. Nun würde Lilly nie mehr darauf schaukeln können. Oh mein Gott. Kannst du den nehmen irgendwie? Nee, kannst du nicht. Ah, den Ballon kannst du angucken und nehmen. Lilly fand Ednas Selbstporträt sehr gelungen. Sie hätte ihre rechte Hand dafür gegeben, auch so zeichnen zu können. Leider war sie nicht stark genug, um durch den Knochen zu kommen. Entschuldigung, ich finde einfach unglaublich gruselig. Sieht aus wie Morticia von der Addams Family. Kannst du mitnehmen? Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Ja, und wie ich es eigentlich auch schon vorhatte, nachdem uns der Clown ja in den Weg gekommen ist, der jetzt endlich mal weggegangen ist, weil er es so eilig hatte, wollte ich jetzt mit dem Schwert die Widmung rauskratzen, wenn das geht. Ich würde ganz gerne, warte mal, doch, ich würde ganz gerne vorher hier Dinges erstechen, Moment, so. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ja, vielleicht beeindruckt es ihn ja, wenn das Schwert von hinten durch seinen Hals guckt. Egal. Voilà, zum Schulteich. Zum Hintergarten, genau. Oh, guck mal. Shibuya Power, vielleicht kann man. Also ganz ehrlich, dich kann bestimmt relativ einfach loswerden. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber gut, lassen wir das. Erstmal die Widmung rauskratzen. Danach redet er mit dir. Lilly hatte nicht den Hauch einer Idee, wie sie die Widmung damit vom Baum bekommen sollte. Wie bitte was? Ah, das ist doch total logisch. Haben wir noch irgendwas anderes? Nee, haben wir nicht. Na gut, Zuka. Zuka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie hatte nur Sorge, dass es Zuka irgendwann leid tun könnte. Zuka, redest du mit mir? Zuka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Zukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Zuka von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Für derlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Kann man vielleicht irgendwie nachhelfen oder so? Baum? Vielleicht mit dem Schwert? Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Aber der Baum hat doch hier ein riesiges Ohr. Warum hört er sie nicht? Vielleicht die Schaukel? Nee, kann man nicht. Ach, na gut, lass das erstmal sein. Und gehen mal zu Shawnee. Ich habe gerade eine Idee. Shawnee ist ja so einer, der mich einer der wunderbaren Charaktere von Die Lümmeln in der ersten Bank drin, also die ganzen komischen Filme, wo unter anderem auch Heinchen mitgespielt hat, erinnert. Der immer, wie hieß denn der Typ immer nur? Der immer so ankam, aber Lehrer. Und da kam irgendein dummer Spruch. So Backpfeifen-Klaus habe ich immer genannt, weil er so ein Backpfeifen-Gesicht hat.
Und der wird bestimmt total beeindruckt sein von diesen überaus gemeinen Zigaretten, denn Zigaretten sind ja total lümmelhaft. Hier. Was hast du da? Ah, wirklich? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Okay. Was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Ja, also zum Erschrecken klingt ich bestimmt relativ leicht, also, damit du deine Nerven verlierst. Hier, nimm mal den Ballon und kloppen dir ans Gesicht. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Nicht mal, wenn wir das mit dem Schwert kombinieren? Lily durfte ihre Sachen nicht mehr kaputt machen. Das ist aber nicht so geil. Willst du vielleicht Tollkirsche haben? Shawnee schien Lily musste... verdammt. Magst du wirklich Zigaretten? Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Ja, ich verstehe schon. Was im Grunde noch tougher ist als normal. Ja, ja, ja. Du willst eine Zigarette letztendlich haben, aber noch nicht. Wir müssen irgendwas vorher noch tun. Das ist okay. Kann man hier noch irgendwas machen? Nee. Da will ich ganz kurz mal rüber zu gehen zu Zuka. Und da auch nochmal die Leertaste anwerfen, um zu gucken, ob ich da irgendwas vergessen habe. Lauf, Lilly, lauf! Über das frisch gehakte Laub. So, wir haben hier die Widmung, die komische Komposttonne, den Baum, Zuka und noch irgendwas anderes. Achso, zweimal Zuka, ja, das ist... Und die Fliegerbombe, wo auch nichts Sinnvolles drin war, glaube ich. Der Kompost, die Komposttonne, mal in kurz reingucken. Der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies. Lily, ja, 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 okay, das hatten wir schon mal. Kannst du auch was machen damit eigentlich? Nee, kannst du nicht. Zuka, willst du vielleicht Zigaretten haben? Das ist doch auch total gegen das System und so weiter. Zuka schien Lily gar... Aber das war... Warte mal, vielleicht kann man nicht erschrecken vom Baum runterfallen lassen. Hier, der Ballon. Zuka, aber das... Oh, nicht mit dem Schwert? Lily durfte ihr... Nee. Warte mal, vielleicht können wir auch einfach nur Edna den Ballon zeigen und sie gibt uns irgendwas dafür. Das ging natürlich auch. Nochmal zurück, aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich noch kurz in den Keller gehen und gucken, ob ich da irgendwas vergessen habe. Da, wo... Wer war das? Memphis. Ein lustiges Ende gefunden hatte. Da haben wir irgendwas vergessen. So, wir haben jetzt die komischen Konservendosen, die wir nicht benutzen dürfen und den Ofen, der dummerweise wirklich kaputt ist. Also, wirklich kaputt ist... Verdammter Mist, da gehen wir halt wieder hoch. Und wirklich zu zu Edna. Wo ging es hin? Hier zum Brunnen. Wunderbar. Ha. Ab ins Kloster. Wo war denn das? Hier oben irgendwie oder war das da hinten? Hier war die Kapelle, okay, das ist ja ganz toll. In die Kantine will ich noch nicht, weil noch habe ich nichts, kein Rezept. Zum Klosterflur, genau. Kapu, ins Klassenzimmer, Sammlung, Kapu. Ach nee, Quatsch, das ist ja falsch. Das ist ja alles falsch. Ich will in den Schlafsaal, genau da will ich hin. Edna. Wir haben hier einen Ballon für dich. Wo? Hier. Du kannst mir deine tollen Sachen auch später noch zeigen. Konzentrier dich erstmal auf die Aufgaben. Solange du nicht alle drei Beweise hast verschwinden lassen, bin ich so gut wie geliefert. Ja, gut. Also willst du Ballon nicht haben? Edna war sehr aufgeregt. Lily entschied, erst wiederzukommen, wenn sie alle Spuren beseitigt hatte. Vielleicht sollen wir auch wie mit dem Feuerzeug diese Widmung abflammen. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich meinem Kind gleich mal Zigaretten anbieten. Das ist ja genau so, was man machen soll. Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Nein, das ist nämlich für keine Kinder und überhaupt nicht für Menschen gedacht. Ballon. Willst du einen Ballon haben? Oh, was hast... Ist das etwa... Nee, verdammt. Na gut, der Vollständigkeit halber werde ich auch noch das mit dem Schwert kombinieren. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Gut. Dann bin ich gerade ein bisschen überfragt. Wir müssen noch das Herz rausritzen oder rausbekommen irgendwie aus der... Also das Widmungsherz, okay. Wir müssen das Feuerzeug bekommen von ach, keine Ahnung, von dem dicken Jungen mit der Mütze. Und, was war noch?
Ach, die Knallfrösche müssen wir auch noch irgendwie wegkriegen. Haben wir irgendwas Sinnvolles, um das mit Knallfröschen zu kombinieren? Ja, ein Ballon. Das ist ja clever. Egal, ich probier's trotzdem. Auf zur Haupthalle, dann zum Klosterflur, genau. So, wie kann man denn jetzt sinnvoll die Knallfrösche anbringen? Oder angehen? Unwahrscheinlich, aber ich probier's so mal. So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Dann sind meine Arme aber auch zu kurz und vor allem meine Leitung ist zu lang. Das ist, glaube ich, das Problem. Kannst du vielleicht mit so einem Frisbee, der raufrasen, einfach das Zeug runterholen? So konnte Lilly die Knall... Nein, klappt offenbar auch nicht. Du kannst auch dein Schwert werfen. Schwert werfen rockt immer. So konnte Lilly wieder... Oder mit schweren Tabakqualm kannst du die Knallfrösche runtertragen. So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht wieder... Nee. Warte mal, du kannst doch eigentlich eine Zigarette haben. Du siehst aus, als würde eigentlich wirklich nur eine Zigarette fehlen, weil du hast nicht mehr im Mund genau genommen. Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Ja, will ich so nicht direkt sagen, aber gut, dass wir darüber geredet haben. Geh doch mal ins Tassenzimmer, vielleicht ist da irgendwas Neues entstanden. Birgit hatte ihre Arbeit offenbar niedergelegt. Aber das Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. What the fuck? Mit bestem Willen. Gut, schön. Ich nehme mal das Ding mit, was? Ich meine, es ist natürlich an sich übelst lustig, aber ich darf ja möglichst nicht lachen, weil es eigentlich ganz schön gemein ist. Aber gut, lassen wir das. Ich gehe auch wieder raus, ich habe nichts gesehen. Jetzt haben wir ja einen Puma-Banner, das ist ja super, das können wir mal aufhängen. Und der oberen Ignaz bringen, die wird sich bestimmt total freuen, wie sie sich immer über alles freut. Vielleicht kriegst du auch mal ein bisschen weniger Herzrasen dadurch. Kommst du ja runter, du kommst runter, wundervoll. So, dann mal auf in die Kantine. Oberen Ignaz, wir haben was Tolles für dich. Moment. Da, ein Puma-Banner. Ah, sieht ziemlich gut aus. Das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Ja. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Ja. Das versuch bitte mal. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Ja. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Stick-Kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Ja, das will ich. Ich sehe so viele Dinge, ich habe so viele Möglichkeiten. Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Ja, möglicherweise ist das wirklich der Fall. Ich habe jetzt wirklich zurückgehalten, nichts zu sagen. So, aber jetzt kann ich rumquatschen, wie ich will. Ich habe hier eine Partytorte und ich habe vor allem, was mir viel wichtiger ist, das Pfadfinderabzeichen. Ich trotzdem erstmal die Partytorte, um mich selbst ein bisschen, Lilly hatte noch nie eine Torte von so nahem gesehen. Sie hätte weinen können. So sehr freute sie sich für Birgit. Ja, Mensch, Birgit freut sich total. Nimm die Partytorte mit. Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Ach so, du kannst es nicht mitnehmen, aber man kann es vielleicht irgendwie anzünden später, oder? Partytorte? Na gut, wir haben noch kein Feuerzeug, okay. Aber wir haben eine weitere Möglichkeit. Egal, was hier wichtiger ist, ich will das Pfadfinderabzeichen haben. Da war es nun. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Birgit hatte es sich reiflich verdient. Warum hatte sie es nur liegen lassen? Naja, um es uns zu schenken. Nimm's dir! Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um hier offen herumzuliegen.
Sie steckte es sicherheitshalber ein. Fupp, und da ist es unseres.